Hallo AC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxers RC TV. Heute ist es endlich soweit, das Unboxing in Deutsch für euch vom neuen Traxxas XLT, Extreme Race Truck. Ist egal, wir haben ihn endlich reinbekommen. Servus Boris, schön, dass ich heute da sein darf. Ja. Wir sind wieder zu Gast bei der RC-Kiste in Untermeitingen draußen und packen heute zusammen Traxxas aus, den XLT. Wir haben ja zusammen schon das Video Review auf meinem Kanal angeguckt. Das war vor 3-4 Wochen circa, als die Ankündigung zum Fahrzeug rauskam. Und ich freue mich heute extrem, mit euch das Ding auspacken zu dürfen. Und bevor wir jetzt lange um den heißen Brei reden, würde ich sagen... Fang mal an, pack mal was. Der Mann weiß Bescheid. Wir fangen von außen nach innen an. Klassisch wie immer, mit dem Karton. Aber als erstes gibt es mal ein bisschen Close-Ups für euch. Bis gleich. Der Karton ist riesig und wir haben ihn gerade ein bisschen aus der Nähe abgefilmt und ich kann euch sagen, ich freue mich heute sehr, das Ding mit euch zusammen auszupacken, weil wir haben ja wie gesagt das Review auf dem Kanal schon gesehen, da waren wir aber auf der Homepage von Traxxas, da hatte ich das Fahrzeug noch nicht live vor mir und der Verkaufsstart von dem Ganzen ist ab dem 9. Dezember, aber auch nur im Ladengeschäft. 2 Wochen später ist das Ganze dann auch online verfügbar. So, was will Traxxas uns mal wieder mitteilen auf der Verpackung vorne dran? Vorne erstmal wieder ein sehr imposantes Bild vom Fahrzeug selber in wunderschönem Rot-Schwarz. Dann wird uns mitgeteilt, dass wir 60 Meilen die Stunde plus fahren können mit dem Fahrzeug, dass wir es 8S betreiben mit 30 plus Volt, wenn wir wollen. Und das ist eine sehr, sehr coole Angelegenheit. Wir werden dann einfach mal den Karton drehen und gucken auf die Seite drauf, was er uns hier mitteilen möchte. Und zwar sagte hier oben gleich, der Hinweis sei gegeben, Batterie und Ladegerät ist hier nicht mit dabei bei dem Modell. Wir haben dann eben die Performance mit dem Stock Gearing bei 50 plus km/h. Wir haben dann quasi Hauptzahnrad und Ritzel ein 2050er, also sprich ein 20er Ritzel mit einem 50er Hauptzahnrad. Wir fahren Batterien mit 2x4S LiPo, haben damit eine Nominalvoltage von 29,6 Volt und können dann mit einer Kapazität von 6700 und plus Milliampere Akkus fahren. Skill Level 5, das heißt nichts für RC-Einsteiger und Fahranfänger. Dahingehend solltet ihr schon mal ein paar Fahrzeuge bewegt haben, wenn ihr euch nachher an so einen großen Extreme Race Truck rantraut. So, Hinweis sei gegeben, Traxxas Link habe ich mir jetzt ja auch mal eins mit nach Hause bestellt. Werden wir uns dann nochmal aus der Nähe angucken und dann drehen wir den Karton einfach mal rum auf die andere Seite. So, und auf der anderen Seite habt ihr dann nochmal die Support-Hotline und Support-Kontakte von Traxxas und seht das Fahrzeug in den 4 möglichen Farben, die es da gibt. So Freunde, und wenn wir dann hier nochmal das Ganze betrachten aus der Nähe, dann seht ihr, das Fahrzeug gibt es in wunderschönem Grün, was auch übrigens ich mir bestellt habe. Ich stehe auf Grün. Grün muss einfach sein. Ich habe den Sledge in Blau, deswegen machen wir jetzt mal den XRT in Grün. Es gibt ihn aber auch noch in Blau, es gibt ihn noch in wunderschönem Velocity Orange und es gibt ihn noch in Traxxas Rot. Ja, richtig schönes Ding. Hier steht dann auch nochmal ein Grüner vor uns. Wie gesagt, aktuell noch Demo-Fahrzeug bei der RC-Kiste. Da kann man angucken. Da kann man angucken. So, wir werden doch jetzt einfach mal nochmal den Karton ein letztes Mal drehen. Da sehen wir nochmal eine Ansicht von der Karosserie. Beziehungsweise, da sehen wir eine Ansicht von der Karosserie ohne Chassis. Ja, ohne Chassis. Ohne Chassis. Nein, es ist natürlich das Chassis ohne Karosserie. Um Gottes Willen, Freunde, Aufregung, Sprachfehler, Gehirn dazu. Ich will das Ganze jetzt live sehen. Wir machen da gar nicht mehr lang rum. Das Ding wird jetzt ausgepackt. Und los!
das waren Close-Ups. Ich sag's euch, die Karre ist mega beeindruckend. Riesig groß und das Grün ballert mal richtig heftig, Freunde. Richtig heftig. Richtig heftig. Boris, wie heftig? Richtig heftig. Manometer ist das Grün eine geile Scheiße. Also das ist eins, was definitiv klar ist. Der wird bei mir dieses Mal auch grün werden. Der sieht nachher so sexy aus, neben meinem blau-grünen Sledge. Das wird eine richtig coole Angelegenheit. Also Freunde, ich würde mal sagen, definitiv Designpreis des Jahres für mich. Ein richtig schönes Fahrzeug. Von vorne nach hinten, von oben nach unten. Und wir haben noch nicht mal die Reifen dran. Weil das haben wir gedacht, das sparen wir uns heute. Die Reifen schauen wir uns nachher noch kurz aus der Nähe an. Aber wir werden die jetzt noch nicht anmontieren, sondern haben jetzt einfach mal aus Platzgründen hier für den Tisch das Ganze so aufgestellt. Auf eine wunderschöne Traxxas Gummimatte. Und jetzt machen wir erstmal Umfang vom Fahrzeug, bevor wir dann auf die Details der Karosserie eingehen. Okay, wenn ihr den XRT auspackt, dann bekommt ihr natürlich wieder eine Traxxas 2-Kanal-Funke mit dazu. Ihr habt keinen Schalter, ihr habt keinen Launch-Control-Knopf, gar nichts. Das Ding lenkt, das gibt Gas und hat seine Einstellknöpfe, so wie wir das bei den Bashern auch gewohnt sind. Ihr bekommt dann im Karton separiert eingepackt die Reifen. Und was ich schon mal sehr gut finde bei den Reifen, ist hier auch gleich eine Anleitung mit drin, weil die Reifen sind gekennzeichnet mit der Laufrichtung. Das heißt, ihr könnt die eigentlich nicht falsch anschrauben, wenn ihr euch das Symbol hier oben genauer anschaut. Da steht Rotation mit einem Pfeil und so schraubt ihr die Reifen auch nachher drauf. Die Hacks zu den Reifen sind genauso wie der Radmotorschlüssel hier in einem Reifenpaket mit verpackt. Das heißt, dort einfach, wenn ihr es auspackt, ist das Werkzeug das passende zum Anbringen der Reifen mit drin, inklusive der Verschlussmutter. Das ganze Päckchen habt ihr zweimal, wohingegen Werkzeug und Verschlussmutter nur einmal dabei sind. Ja? Aber so habt ihr alle vier Reifen. Und dann bekommt ihr von Traxxas noch das Paket, so wie wir es auch bei den anderen Modellen teilweise gewohnt sind, mit eben dementsprechenden Imbusschlüsseln. Es ist nochmal ein Speed-Ritzel bzw. ein 23-Zahn-Ritzel mit dabei, heißt High-Speed-Ritzel in dem Moment, wo wir ja wissen, dass ein 20er Standard verbaut ist. Und es ist auch noch ein HZ mit dabei, was ich da sehr, sehr cool finde. Was sich dann da drin auch noch befindet, ist eben dieser Stickerbogen, der dann noch kommt, wo ihr das Fahrzeug ein bisschen bekleben könnt. Ich an der Stelle habe ja noch welche zu Hause und es ist eine Fahranleitung mit dabei, die euch dann hilft, schneller mit dem Fahrzeug zum Start zu gelangen. So, das heißt, ihr habt da den kompletten Umfang wie gewohnt und wie es Traxxas auch draußen auf dem Karton angeschrieben hat, keine Batterie, kein Ladegerät. Freunde, ihr müsst die Karo jetzt mal aus der Nähe sehen und dazu nehmen wir das Handy doch mal kurz in die Hand. Und da haben wir die Karo aus der Nähe und Freunde, zieht euch das rein. Schaut euch mal die Details hier an in der Lackierung. Ihr habt da schwarz mit so ein bisschen Gunmetal Silver. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Metallic-Farbe. Und das ganze Dekor geht hier hinten um den kompletten Rand der Ladefläche. Geht dann nochmal hoch aufs Dach. Ihr findet das hinten nochmal. Also die Karo, richtig schön Design, Freunde. Und wir holen auch nachher noch gleich den blauen mit dazu, weil das müssen wir mal vergleichen, wie dann das Blau zu dem Grün aussieht. Ihr habt dann hier vorne schön futuristische Lichter. Das heißt, hier schön LED-Streifen soll das da einfach darstellen. Wir haben hier vorne einen Kühlergrill, auch nochmal mit ein paar kleinen LEDs einfach nur dargestellt als Aufkleber. Hier vorne eben noch Lufthutzen. An der Seite schön klar zu erkennen, XRT-Logo. Traxxas, wo man nur hinschaut, auch eben nochmal in diesen schönen Dekorlinien. Und Freunde, das sieht richtig sexy aus. Ja, richtig gut. Der neue Spoiler. So. Oben nochmal ein Logo, das Ganze von hinten mit der großen Wheelie-Bar, die wir kennen vom X-Max. Da sehe ich auch gleich wieder Kugellager Gummi gedichtet. Richtig cool, haben sie nicht gespart. Und dann haben wir da wieder die Radträger mit den Mitnehmern, die sind bekannt vom X-Max, beziehungsweise mir jetzt auch mal bekannt vom X-Max. Ich habe ja erst einen X-Max neu reinbekommen und der hat mich auch schon wieder verlassen. Aber das ist ein anderes Thema, das klären wir mal in einem anderen Video. So, XRT in Grün, Freunde, von außen Wahnsinn. Ballert richtig gut. Wenn ich dann noch sehe, hier vorne den Rammer, der gefällt mir schon mal sehr schön von der Optik. Und hier vorne haben wir jetzt auch in der Karo schöne Lufteinlässe, damit das Fahrzeug dann einfach ein bisschen temperaturgekühlter ist durch den Fahrtwind. Einmal hier auf der Motorhaube, was auch ein sehr, sehr großzügiges Kunststoffteil ist. Da kann man mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen variieren. Das heißt, man könnte sich eventuell, wenn man kann, mit dem 3D-Druck sich was Schönes Alternatives reinmachen, wo dann auch als Lufthutze dient, aber vielleicht anders designt ist. Jonas und Timo. Entschuldigung, Freunde, ich hatte gerade einen Frosch im Hals. Das gleiche sehe ich auch irgendwo hier oben. Ne? Wenn ihr guckt, hier so Lufthutzen mit dem Überrollkäfig, mit dem Bügel nach hinten, richtig schöne Angelegenheit, lässt aber da auch ein bisschen Spielraum für Modellbau, 3D-Druck, künstlerische Gestaltungsfähigkeiten. Timo, Jonas.
Frosch im Hals, Freunde. Entschuldigung. So, zurück zum Wesentlichen. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen. Wir können auch nochmal prüfen, ob auf der anderen Seite vom XRT was anders ist. Aber nee, Freunde, da ist eigentlich genau gleich. Das Ganze mal kurz so von unten betrachtet. Aber ich würde sagen, dafür drehen wir das Ganze jetzt gleich mal nochmal schön auf den Kopf. Jetzt machen wir erstmal den Deckel runter und schauen die Sache von innen an. So, da haben wir die Karo unten, Freunde. Und da sehen wir das Fahrzeug in seiner ganzen Pracht. Also Männer, ich bin beeindruckt. Wir haben ja hier schon die White Max X-Max Querlenker drin. Das heißt, hier könnte man jetzt schon hergehen und individualisieren mit den farbigen Querlenkern, die es da schon von den X-Max gibt. Sehr coole Angelegenheit. Die CVDs und die Antriebsknochen an der Stelle sind schon die verlängerten. Das heißt, dahingehend habt ihr gar keinen Stress. Ihr könnt die Kosten auch da günstig halten, wenn ihr jetzt schon gleich von vornherein das Fahrzeug individualisieren wollt. Dann, auch wie gerade schon angesprochen, bei JS Parts und TK Parts findet ihr bereits jetzt schon ein paar Teile für den Traxxas XRT. Deswegen schaut's bei den Jungs einfach mal vorbei, was die da so vorbereitet haben für euch. Das Fahrzeug in Gänze betrachtet, das heißt im Gesamten sehr flach, sehr niedrig gehalten, ja. Finden wir schon mal sehr cool. Wir haben die X-Max Chassiswanne, wie wir es ja auch schon im Review festgestellt haben. Da hat ja Traxxas nur kleine Modifikationen vorgenommen. Ich sage jetzt mal so, hier vorne sind nochmal so kleine Bauelemente. Die kannte ich jetzt beim X-Max nicht unbedingt. Ja, aber wir haben tatsächlich noch einen X-Max in der Haus. Boris hat noch einen besorgt. Ja. Da ist er. Scharf gestellt. Brauchen wir mal zum Vergleichen. Den brauchen wir zum Vergleichen. Da stellen wir die wirklich nochmal nebeneinander und gucken, was die marginalen Unterschiede auch in Höhe oder Länge oder ob es da noch überhaupt Unterschiede gibt. So, wir gehen weiter mit dem Fahrzeug. Wir haben den neu angekündigten Clipverschluss. Das, Freunde, finde ich schon mal richtig geil. Weil, wo haben wir die Karo? Die können wir nämlich da auch gleich mal zeigen von innen. Da haben wir die Halter, ähnlich wie beim Sledge. Beim Sledge haben wir vorne drin noch die Führungsnase, die auch beim X-Max, meine ich, immer dran war. Das ist jetzt weg. Vorne haben wir jetzt die Clips, genauso wie hinten die Clips drin sind. Und dann geht das Ganze vorne in einem Stück zur Mitte hoch. Deswegen sage ich ja, wenn da nachher wahrscheinlich ein paar schöne Tuning-Teile vorhanden sind, dann werdet ihr die genau an den Positionen wieder anschrauben können, beziehungsweise auch müssen ein Stück weit, um einfach auch die Karo-Befestigung zu halten. Die Luft geht hier durch, das ist durchgehend. Kannst du ja. Das einfangen? Moment. Nicht, dass Sie da sagen, das ist ein Plastikteil. Kann man das drauf? Das ist durchgehend. Ja. Da seht ihr es. Hier hinten wird die Luft einfach nochmal gefächert. Punkt. Bessere Luftverteilung im Auto. Also das haben wir auf jeden Fall auch schon mal gecheckt. Am grünen Fahrzeug dann die grünen Dämpfer und dann eben auch die grünen Radmitnehmer. Ihr habt dann auch schon ein bisschen Loctite drauf, damit nachher, wenn ihr die Reifen anschraubt, das Ganze gut versichert ist. Dann gibt es immer die C-Hubs und eben auch die Lenkschenkel, genauso wie es dann die für hinten gibt. Und hier sehen wir dann auch noch das großzügige Batteriefach, das ich wieder mit einer Hand eventuell öffnen kann. Diesmal geht es aber in die andere Richtung. Nice! Beim Sledge ging das ja nach außen auf. Das heißt, jetzt verschließe ich das, wenn ich das nach außen ziehe und muss es zum Öffnen reindrücken. Cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir, Freunde. Mal gucken, wie es sich in der Praxis bewährt. Beim Sledge war es leider tatsächlich so, dass wenn man dann ein bisschen zu hoch springt oder vielleicht ein bisschen zu hart landet, das ein oder andere Mal das Batteriefach aufpoppt und den Akku einfach rauslässt. Aber wie gesagt, testen wir in der Praxis. Wir haben hier vorne den Bumper, ja, der da tatsächlich nur oben festgeschraubt ist. Also das heißt hier vorne unten, das ist geteilt. Das heißt, wenn ihr da dagegen schrubbt, da haben wir ein Hartplastik, während hier oben durch den Adapter hinten das Ganze ein bisschen weicher sich gestaltet und auch dann einfach nachgibt beim Crash. Bin gespannt, wie sich das hält und wie lange das hält. Wahnsinn. Sehr, sehr cool gemacht. Ansonsten wieder hier hinten die Motoreinheit. Jetzt, wie angekündigt, auch mit der Doppellüftereinheit. Das heißt auch der Fahrtwind, der von hier vorne durch die Karo reinkommt, ja, der fährt das Fahrzeug durch und kann dann sich hier auch nochmal in die Lüfter reinsetzen. Hinten wird warme Luft abgeführt. Das nennt man dann alles irgendwie so die Gesetze der Physik. Warme, kalte Luft kommt so rein und warme Luft geht hinten raus. Soll den Motor kühlen. Warum lachst du jetzt? War gut, gell? Hinten kommt die Badeluft raus. Schneiden wir raus. Es war nicht, das, nicht die warme Luft. Boris! Schneiden wir raus. Nein, schneiden wir nicht raus. Lassen wir drin. So. Freunde, ihr wisst ja, wir sind immer mit Spaß bei der Arbeit, deswegen lassen wir das drin. Das lassen wir drin. Also nochmal, kalte Luft geht rein, warme Luft geht raus. Am besten ohne Geräusch. Okay. Und dann haben wir hier hinten noch die Hauptgetriebebox, oder? Da sitzt das Hauptzahnrad drunter. Mensch, wieso stellt sich die Kamera immer unscharf?
Kamera, heute bist du nicht mein Freund. Dann sehen wir hier vorne den großzügigen ESC mit einem Doppelanschluss. Das heißt, ein Anschluss für rechts, ein Anschluss für links. Ich an der Stelle werde da, wenn mein Fahrzeug dann mal kommt, wahrscheinlich die Traxxas Connector nehmen, die Adapter, um dann auch auf XT90 fahren zu können. Weil das ist eigentlich das, was ich so hauptsächlich in meinem Batteriepark habe. Und ansonsten haben wir eigentlich schon relativ viel gesehen. Ha! Da bringt einer schon was. Schaut's mal her. Da gibt es sogenannte Adapter XT90 auf den Traxxas-Stecker. Herr Leipert, würden Sie mir das mal bitte einstecken? Kann man nur in eine Richtung? Das ist wie bei USB. Geht nur auf den dritten Mal. Eins. Ja, heute bin ich gut. Sehr schön. Und dann hat man zwei normale Standard XT90. Perfekt. Optisch fällt es gar nicht auf. So sieht es nämlich aus. Und so werde ich das nachher auch lösen. Habe ich jetzt beim Sledge auch so gemacht. Hat sich jetzt bisher wirklich bewährt und die halten da richtig gut. Die gibt es auch bei dir im Shop, oder? Ja, bei Markus bestellt und die Frick kriegt man so einen Stecker dazu. Also, wenn man Akkus bestellt und die Frick, dann kriegt man so einen Stecker dazu. Habt ihr euch das alle gemerkt? Da, schaut mal her. Da steht er, das hat er gesagt. Hat er gesagt, hier im Video. Du weißt schon, dass das voll abgeht, das Ding heute Abend, ne? Hoffe ich. Die Chips sind schon warm. Ja, also perfekt. Ihr wisst, Akkus, Stecker, gleich inklusive. Liebfragen, Grundvoraussetzung. Bitte, danke. Okay, Freunde, machen wir weiter. Fahrzeug. Dann haben wir die Empfängerbox vor dem ESC noch sitzen. Da sitzt der ganz normale Traxxas-Empfänger drin, den es da auch so gibt. Ich denke, ich werde den da auch tauschen, weil ich fahre den nicht lang, wenn der kommt nachher mit der Standardfunke. Alles gut. Wir sehen dann hier noch Teile vom Antriebsstrang. Auch da wieder ähnlich wie das Röhrchen vom X-Max. Und ich glaube, Freunde, das wäre doch jetzt einfach mal das perfekte Stichwort, um einen Vergleich zu ziehen. Da haben wir auch schon. Huhu. Beide auf dem Tisch. Freunde, zieht euch das mal rein. Wir haben jetzt hier natürlich einen sehr, sehr glücklichen Zufall. Wir haben einmal einen grünen XRT und wir haben einen grünen X-Max. Und was mir aufs Erste auffällt, das Grün ist ein bisschen heller. Also Traxxas hat da ein paar Ralltöne dunkler gemacht, das Grün. Aber es ist beides Males ein matter Auftritt. Finde ich sehr sexy. Hier vorne auch nochmal schön mit dem Silber, während man hier bei dem grünen X-Max damals mit ein bisschen Blau und Weiß gearbeitet hat. Fand ich auch schon sehr, sehr cool. Grüße gehen raus an den Andi. Der hat uns nämlich seinen X-Max zur Verfügung gestellt. Wir können jetzt da natürlich keine Elektronikvergleiche machen, weil der Andi hat in seinen X-Max schon ein bisschen was eingebaut, während wir ja hier einen RTR haben. Aber darum geht es halt gar nicht, sondern wir wollten ja mal in Gänze sehen, wie das Ganze so zueinander steht. Das heißt, hier haben wir einmal einen XRT mit dem bereits White Querlenkern drin, während hier noch ein X-Max steht mit ganz normalen Querlenkern. Und wenn ich das Ganze jetzt mal vom Radstand gegeneinander halte, dann sind die da einfach mal gleich lang. Und da nehme ich mal kurz das Handy in die Hand, dann kann ich es nämlich euch besser zeigen. Hier sehen wir den XRT und dann haben wir gleich Reifen an Reifen den X-Max. Da auch noch mal ein bisschen von oben gesehen. Natürlich mit den Lewis-Reifen, die sind da ein bisschen größer, aber ansonsten Radstand komplett identisch. Wenn wir jetzt das Ganze mal so von der Seite im Profil betrachten, um wie viel tiefer der XRT sitzt, also für euch mal so für die Realität, ja, wenn ich jetzt meine Hand hier rüber schieße, kommen wir beim X-Max hier raus. Und zwar mindestens 3 cm unter der Fensterkante. Das ist richtig Wahnsinn, Freunde, weil das hat nämlich ein bisschen was mit Aerodynamik und Geschwindigkeit nachher zu tun. Wenn wir jetzt da mal so ein, wie nennt ihr das Zeug hier? Das ist jetzt ein Meter. Ein Meter nehmen, kommen wir beim X-Max auf 37 cm, was so hoch steht. Hier, da, mit dem Dach, ohne Lightbars. Beim XRT, vom Boden weg gemessen, mit den Reifen, sind es gerade mal 27. Zieht es euch rein. Assistenz, bitte nochmal ein Blade. Vielen Dank. 27 cm, das heißt... drüben nochmal messen, nicht, dass uns jemand... So. Da müssen wir fast einen Zentimeter abziehen in die Reifengröße. Da seht ihr auch, 37. 36,8989, ja. schwankend, weil digital. So. Können wir. Ja. Okay, das haben wir geklärt. 10 cm niedriger. 10 cm, Freunde, das entscheidet manchmal schon über Sieg oder Niederlage. Vor allem beim großen 1:5er Truck Racing. Und jetzt das Ganze auch mal von der Breite betrachtet. Wir haben ja beim X-Max, wenn ich hier diesen Meter mal hinlege und der Boris hier mal so ein bisschen gegenhält, dann haben wir hier geschmeidige 51,3 cm. Während der XRT, wenn ich den hier anlege, dann schon mit 58,6
Zentimetern dasteht. Freunde, zieht euch das rein. Zieht euch das rein. Ein Bild für Götter. Also ich glaube, wenn man da raus zum Fahren geht, 1:5, egal, man stellt die zwei nebeneinander, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Muss ich da einfach mal sagen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Bodenfreiheit angucken, dann wissen wir auch, warum wir uns für das eine oder für das andere entscheiden, weil da sieht es nämlich so aus. Ja? Und zwar nehmen wir da auch nochmal unseren Meter. Den kannst du auch spalten. Den kann ich spalten. Falten. Falten. Falten kann ich nur 10 Zentimeter. So, dann schauen wir mal. Hier unten haben wir noch ein bisschen Bashbar mit dran. Das heißt, wir messen bis zur Bashbar. So, einmal dort, einmal dort. Und dann haben wir hier beim X-Max doch eine Bodenfreiheit von fast 12 Zentimetern. 11,8, 11,9, 11,8, 11,9, schwankend, weil digital. So, gehen wir mal rüber zum XRT. Und wenn wir da anheben, ohne Bashbar, kommen wir auf eine Höhe von, na, 8 Zentimetern. Also noch genug Bodenfreiheit, damit man draußen ordentlich durchs Gelände ballern kann, aber natürlich deutlich weniger wie bei einem Monster Truck. Und ich denke, da wird auch einfach nachher so ein bisschen der Unterschied liegen für jeden, der sich die Frage stellt, möchte ich eben einen Monster Truck, heißt ein bisschen mehr Bodenfreiheit, ein bisschen mehr Flip-Eigenschaft, aber natürlich ein bisschen schmaler, heißt ein bisschen kippgefährdeter in den Kurven, wird auch mit dem Endspeed nicht ganz mithalten können, wie jetzt beispielsweise der neue XRT. Der wird natürlich von der Geschwindigkeit sehr interessant sein, wird aber natürlich aufgrund niedrigerer Bodenfreiheit dann nicht jedes Terrain befahren können, wie jetzt beispielsweise der X-Max. Und beim Flippen, da habe ich jetzt schon Videos gesehen im Internet, da kommt er auf jeden Fall hinterher, wird aber natürlich nicht ganz so schnell in Rotation gehen, wie vielleicht sein Vorgänger, dem wir schon viele, viele Jahre dabei zuschauen, wie er draußen die verrücktesten Stunts macht. So, Freunde, das jetzt mal der X-Max und der XRT nochmal im schnellen Vergleich gewesen. Was ich euch jetzt noch zeigen muss, ist definitiv den wunderschönen Auftritt der blauen Karo mit dem blauen XRT. Beziehungsweise muss ich jetzt kurz nochmal korrigieren. Ich habe natürlich vergessen, die Unterseite zu zeigen. Freunde, okay, gucken wir uns nochmal die Unterseiten an von dem ganzen Ding. Also M2C hat ja auch schon was gemacht, hat er Andi sich reingebastelt. Auf das wollte ich nicht hinweisen, aber sieht schön aus. Wenn wir jetzt die zwei Chassisplatten mal gucken, hier haben wir eine schön flache, ja, Chassisplatte, während hier drüben zumindest mal dieser Kanal erhöht ist. Das heißt, der kommt da ein bisschen hoch. Genau. Genauso wie die Diffs da erhöhter sind, wie jetzt zum Beispiel das Mittelstück der Chassisplatte. Bei dem XRT gehen Diff und Chassisplatte fast in eine Linie. Vorne wie hinten. Ja? Das heißt, auch da, es wird zwar eine sehr teure Bashbar, aber machbar. Und hier wird es noch sehr schön. Oh, seht's mal her. Wir haben hier noch eine kleine Hutze. Hoch Unterdruck schütze ich mal. Entweder durch Unterdruck, Servokühlung oder kommt da vielleicht Dreck rausgeflogen. Kann auch sein, aber ich denke mal eher, dass das mehr so Unterdruck ist. Weißt du, okay. Auf jeden Fall unten haben wir auch noch ein bisschen ein Löchchen. Das gibt's hier drüben beim X-Max nicht. Ja, das haben wir da nicht entdeckt. Definitiv eine Neuerung auf den XRT-Chassis. Aber Freunde, zieht euch das rein, wenn ich das schon wieder sehe. 1, 2, 3, 4 Schrauben und dann habe ich hinten schon wieder dieses Skidplate unten. Also ich freue mich jetzt schon drauf, wenn das Fahrzeug mal bei mir landet, daran zu schrauben. Ja, ich habe jetzt mal an meinem alten X-Max schon ein bisschen geschraubt. Das war auch schon recht easy. Finde ich sehr, sehr cool. Aber beim XRT bin ich jetzt gespannt, wie sich da ein bisschen verändern wird. Und ja, das ist jetzt nochmal gezeigt, einfach aus der Nähe, die Unterseiten beider Fahrzeuge. Was uns jetzt auch natürlich ein bisschen suggeriert, warum Traxxas hier mit einem Low Center Gravity Chassis wirbt, während hier alles noch relativ normal. Boah. Oh ja. Da wurde schon relativ viel gemacht. Freunde, aber ich glaube, und die Zukunft wird es zeigen, 2023 wird es zeigen. Ich denke, mit dem XRT kann man auf jeden Fall sehr, sehr viele coole Sachen machen und sehr viele Tunings umsetzen, auch aus dem Bereich des 3D-Druckmodellbaus und dann auch noch aus dem Bereich der Großmodell-Servos. Da hoffe ich auf so ein Upgrade über JS Parts. Und was mich dann auch irgendwann mal noch interessiert, ob wir da die Streben reinkriegen. Weil da habe ich vorher was gesehen, Freunde, im Vergleich zum X-Max. Aber das schauen wir uns mal in einem anderen Video an. Ganz einfach. Das lassen wir heute einfach mal gut sein. Weil sonst sind wir in einer Stunde immer noch hier. Freunde, jetzt drehen wir das Ganze nochmal um. Und jetzt zeige ich euch noch die blaue Karosserie zu dem Ganzen. Was sagtest du danach? Frisch geblasen. Also die Bodenfreiheit. So, Freunde. Ja, übrigens, das neue XRT Lift Kit. Gleich mal 10 cm mehr. 10? Ich glaube, es sind 20. Freunde, genug des Spaßes. Wir starten jetzt einfach nochmal neu. Ernst.
Okay, lassen wir es bleiben. Wir machen es einfach jetzt. Schaut euch mal den blauen an. Freunde, den wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten haben. Und wir müssen da wirklich ganz, ganz nah hin. Weil, was ihr dann erkennen dürft, ist, dass bei dem blauen, da haben die das Blau gleich mal metallic gemacht. Richtig nice. Bei mir am grünen ist das Ganze so ein bisschen matt gehalten. Aber hier beim blauen, da haben sie einen rausgehauen und haben das Ganze mal schön metallic eingefärbt. Und jetzt guckt ihr euch mal diesen ganzen Dekore aus der Nähe an. Hier kann ich sie für euch nochmal wirklich schön festhalten. Richtig tolles Design. Und an der blauen Ausführung habt ihr natürlich dann alles in Blau. Dämpfer in Blau, Radmitnehmer in Blau. Und das war es dann eigentlich auch schon gewesen. Ansonsten unterscheidet der sich da nicht. Aber dass ihr einfach auch mal die blaue Ausführung noch gesehen habt, wenn wir heute schon die Gelegenheit haben, hier beim Boris mal zwei von diesen schönen XRTs zu sehen. Also Freunde, mich holt das Ding mega ab. Ich freue mich jetzt auch wirklich auf meinen. Kann es kaum erwarten, bis er dann endlich mal landet und ich ihn dann hier abholen darf. Darfst du, am 9. Ja, deswegen Hinweis sei nochmal gegeben. Verkaufsstart im Shop. Das heißt, bei eurem Händler des Vertrauens, Händler des Herzens, Händler des Universums, da könnt ihr dann hin ab dem 9. und könnt das Ding kaufen. Das Ganze geht dann so 2 Wochen. Ja? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und danach könnt ihr das Ding bestellen und dann wird es auch nach Hause versendet. Egal wo. Natürlich am liebsten beim Händler eures Vertrauens. Lassen wir es einfach. Freunde, ich bin mega gehypt. Also das Ding holt mich mal richtig ab. Richtig cooler Traxxas. Das darf man gern mal so stehen lassen. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt da einfach nochmal so einen kleinen random Carporn ablaufen. Einfach ein bisschen was zusammengehäckseltes für euch. Und dann sehen wir uns gleich nochmal für ein ganz, 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 ganz kurzes Abschlussfazit. Zum Abschlussfazit meine Gedanken bzw. was ich auch jetzt so gesehen habe und was ich mit euch noch einfach teilen muss, sind dann noch folgende Punkte. Die Karre ist mal richtig geil. Die Karre ist richtig geil. Entschuldigung. Aber geht es nochmal um die Lufthutzen. Was wir jetzt festgestellt haben, wenn ihr da mal ein bisschen mit, ich kann es euch jetzt wahrscheinlich nicht ganz so geil zeigen, wie ich es euch zeigen will, aber die Lufthutzen, die haben tatsächlich auch ein bisschen einen Sinn. Ja, wenn ich jetzt euch mal das herhole, ihr seht es nicht, aber hier ist eine kleine Wölbung. Heißt, der Wind, der von oben reinkommt, der drückt direkt auf den beziehungsweise auf den Motor von oben, während die Luft, die von vorne von der Hutze reinkommt, erstmal den ESC antatscht, bevor sie dann zum Motor weitergeht. Also da hat Traxxas tatsächlich sich ein bisschen was überlegt hinsichtlich der Kühlung über die Karosserie. Finde ich richtig gut. Des Weiteren feiere ich brutal diese aggressive Optik von diesem neuen XRT-Modell. Ich muss es euch sagen, wie es ist. Das Ding sieht aus wie ein großer Sledge in meinen Augen. Ja? Und ich stehe auf die Optik vom Sledge unheimlich, unheimlich. Hier nochmal ein schönes Bild für euch von meinem aktuellen Sledge. Sehen wir dann auch bald nochmal im Fuhrpark-Video zusammen, wenn es zeitlich reicht, mit diesem großen Burschen hier. Dann können wir nämlich mal wirklich hergehen und können mal den XRT mit dem Sledge
daneben stellen und stellen da nochmal irgendwas von Traxxas daneben und schauen einfach mal, wieso die Größenvergleiche da dazu ausfallen. Ansonsten, sehr, sehr schönes Karo-Design an dem Fahrzeug. Das muss man den Jungs wirklich mal lassen. Egal, ob das jetzt der blaue ist oder der grüne, ich könnte mir theoretisch beide vorstellen in der Auswahl des Designs. Aber wenn ich natürlich ein Freak für hellgrün bin, wird es bei mir definitiv nachher der hellgrüne werden. Und wie gesagt, dieses nochmal Dekor im Dekor finde ich da richtig, richtig geil. Ich finde es auch geil, dass die Sache schon auf White Querlenkern steht. Und wir hatten ja gerade eben schon so einen kleinen Drop-Test. Der macht da wirklich richtig Spaß, den fallen zu lassen. Sehr cooles Fahrzeug. Wie gesagt, mir gefällt er auf den ersten Blick sehr, sehr gut. Und ich weiß ja schon vom X-Max, an dem wird sich mindestens genauso gut schrauben lassen, wenn nicht sogar besser. Er steht aggressiv da. Wir haben dann auch noch die Reifen, die wirklich sehr schön aussehen. Das Profil gefällt mir richtig gut. Ja, gefällt mir richtig gut. Und aus gegebenem Anlass, Freunde, machen wir jetzt noch einen Test, den wir heute machen müssen. Weil mit Sicherheit viele, die diese Videos hier auf meinem Kanal anschauen, haben genauso wie ich die Akkus der Spielzeugkiste, die ihr bestenfalls jetzt in der letzten Aktion bis zum 2. Dezember euch eingekauft habt. Und wir erinnern uns dran, das Fach zu drücken und nicht zu ziehen. Und dann packen wir mal einen Akku hier rein. Ich lege den jetzt einfach mal seitlich hin. Beziehungsweise vielleicht auch einfach mal nach oben als erstes. Nach oben. Fangen wir mal mit oben an. Oben wird es ein bisschen knapp, wenn ihr den hochkant hinlegt. So, hier haben wir jetzt einfach nochmal das Akkufach. Wenn wir jetzt den Akku hochkant reinstellen, ja, kriegen wir den schlecht zu. Wir können es nicht einquetschen, wir kriegen den nicht in die Führung. Ihr könnt aber jedoch den Akku quer reinlegen. Was ihr dann aber machen müsst, ihr müsst hier einfach das Anschlusskabel, ich assistiere mal kurz, genau, einfach hier durchführen. Es würde auch einhändig funktionieren. Und wenn wir das dann soweit haben, dann kommen wir auch hinten wieder in die Führung rein. So, Akku sitzt soweit drin. Und dann kann ich mit dem Kabel das Ganze nach oben anschließen. Ja? Et voilà. Da haben wir es schon. So. Das heißt also da bei Hardcase-Lipos, die dann mindestens mal 5400 mA haben, die werdet ihr seitlich einlegen müssen, damit das Ganze funktioniert. Und bei den Traxxas eigenen Akkus, das sind ja auch Softcase-Akkus, die könnt ihr dann ganz normal reinpacken. Die kosten aber ein Schweinegeld. Und wenn es der ein oder andere vom X-Max nicht schon hat, dann wird es auf jeden Fall ein teures Unterfangen, die für das Fahrzeug nachzurüsten. Ich an der Stelle fahre mit den Akkus weiter, die ich besitze. Das heißt, meine 4S-Akkus kommen da rein. Und nachdem ich weiß, dass sie ja auch reingeht und ich wahrscheinlich eh irgendwann über kurz oder lang vielleicht auf sowas wie einen Klettbandstrap umsteigen werde, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese Mechanik von langer und, wie sagt man, guter Dauer ist. Ja? Hat ja einfach, wie gesagt, beim Sledge schon nicht ganz so funktioniert. Gibt's auch bei mir im Shop. Hackerstraps. Hackerstraps. Bei der RC-Kiste. In lila. In lila, kann man gleich mitbestellen. Also Akkufach haben wir gesehen, können wir jetzt da einfach auch wieder rausmachen. Aber wir können nicht die Akkus drin lassen und kurz einen Drop-Test mit Akkus machen. Ein Drop-Test mit Akkus? Dann machen wir jetzt dann mal noch einen Drop-Test mit Akkus. So Freunde, wir haben jetzt zweimal 5400er Hardcase-Lipos drin von der Spielzeugkiste. Machen den Deckel drauf. RC-Kiste. Entschuldigung, von der RC-Kiste. Ein bisschen hängt es noch drin, so ein ganz kleines bisschen. So Freunde, Drop-Test mit Akkus. Machen wir nochmal. Slow Motion. Kommt schon alles drauf. Und vielleicht nicht ganz so schräg. So. Aber alle guten Dinge waren drei. Und das habt ihr jetzt schlussendlich auch noch gesehen. So Freunde, wir sind auch schon fertig für heute mit dem Unboxing vom neuen Traxxas XRT. Und es gibt mit Sicherheit noch 5 Eindrücke, die ich mit euch nicht verarbeitet habe. Aber Freunde, ich bin heute so geflasht von dem Fahrzeug, dass ich mit Sicherheit nicht alles zusammenbekomme. Was wir aber noch vorher entdeckt haben, der Boris und ich, dass hier ein bisschen so die wie nennen die sich dann? Die, das blendest du dann ein, wie die heißen. Sie haben, ich nenne sie jetzt einfach mal Casterblöcke, weil so hießen sie nämlich bei meinem Abzima Yucatan. Die Casterblöcke des XRT, dass die auf jeden Fall anders sind wie die beim X-Max. Beim X-Max sind sie ein bisschen kantiger und hier haben wir sie auf jeden Fall ein bisschen runder. Generell habe ich am XRT viel mehr Rundungen entdeckt, wie Kanten. Das finde ich an dem Fahrzeug auch sehr, sehr schön und ist mit Sicherheit förderlich für die Aerodynamik des Fahrzeugs. Auf was wir dann auch noch hinweisen können, ist, dass der Spoiler hinten sich natürlich ein bisschen verändert hat, beziehungsweise ein schöner Downforce-Spoiler ist. Dual Stage, wir haben wirklich zwei Abstufungen im Spoiler drin und in der Mitte durch nochmal eine schöne Durchzugslinie. Das heißt, wir haben also dort auch viel am Fahrzeug, was wir mit dem Fahrtwind machen können. Das heißt, einmal aerodynamisch zum Fahren oder dann zum Kühlen. Freunde, wie gesagt, wir sehen den Grünen wahrscheinlich ein bisschen öfters auf dem Kanal rumschießen, wie jetzt zum Beispiel nachher den Blauen. Deswegen, ich freue mich jetzt schon auf mein Modell.
Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, jetzt wäre die Gelegenheit, wenn ihr nicht mehr solche Videos verpassen wollt, auch in 2023, weil ich und der Boris sind immer wieder bestrebt, für euch den neuesten und heißesten Scheiß sofort rauszubringen, wenn er da ist. Damit ihr euch dann ein Bild von den Fahrzeugen verschaffen könnt. Das heißt, wir werden auch da wieder angreifen und werden dabei bleiben. Und deswegen wäre jetzt der perfekte Moment, den Kanal zu abonnieren. Wer das noch nicht hat, einen Daumen hoch dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ganz wichtig, die Glocke für die Benachrichtigung, wenn hier ein neues Video erscheint bei WexxsRC TV. Freunde, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund und habt Spaß mit euren RC-Autos.